Ja, guten Tag. Sie sehen mich natürlich auch enttäuscht nach dem Wahlausgang in Schleswig-Holstein als Landessprecherin. Trotzdem möchte ich erst einmal noch den Dank noch mal wiederholen an alle Wahlkämpfenden, die aus anderen Bundesländern, aber natürlich auch bei uns vor Ort waren und uns unterstützt haben und einen wirklich engagierten und kreativen Wahlkampf geleistet haben. Auch einen ganz herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler senden. Wir sind mit einer Kampagne in den Wahlkampf gegangen, die den Begriff frei in den Mittelpunkt gestellt hat. Der eine oder die andere wird vielleicht ein Plakat gesehen haben. Wir haben mit einem stilisierten Aufkleber unsere Forderungen sozusagen unterstützt. Und einige Beispiele waren Kita frei für alle, Alter frei von Sorge, Gesundheit frei von Zuzahlung und unser Land frei von Niedriglohn. Das heißt, es ist uns, glaube ich, gelungen, mit dieser Kampagne ganz, ganz klar zu machen, für welche politischen Inhalte wir stehen. Und wir haben den Versuch unternommen, und ich finde, in der Kampagne ist er auch geglückt, das mit dem Begriff der Freiheit zusammenzubringen, der ja hart umkämpft ist. Und uns ist es, wie ich finde, mit dieser Kampagne gelungen. Ich finde, sie könnte Modellcharakter haben. Leider hat das alles nicht dazu geführt, dass wir in ausreichendem Maße darstellen konnten, warum es uns als linke Opposition im Landtag von Schleswig-Holstein braucht. Die Fraktion und auch die Partei war sehr fleißig, vor allem die Fraktion, aber es ist uns nicht gelungen, mit unseren Schwerpunkten durchzudringen. Ich denke, das ist ein großes Problem. Allerdings ist Schleswig-Holstein auch ein spezieller Landesverband. Das heißt, das Ergebnis ist mit Sicherheit in der Form nicht übertragbar. Klaus Ernst hat es eben angesprochen, unsere Personalentscheidungen waren in den letzten 2,5 Jahren schwierig und auch schwer vermittelbar, um es nochmal kurz darzustellen, weshalb das schon eine relativ einzigartige Situation ist. Es hat einen Rücktritt gegeben, mein damaliger Mitlandessprecher ist zurückgetreten. Wir haben ja auch eine quotierte Doppelspitze. Darauf ist es uns nicht gelungen, eine Nachwahl erfolgreich durchzuführen. Unser damaliger einziger Kandidat wurde nicht gewählt. Das hat der Parteitag so entschieden. Ich selbst habe für die Landesliste kandidiert und wurde bei 2 Anläufen nicht auf die Liste gewählt. Das ist nicht nur persönlich enttäuschend, sondern vor allem natürlich ein Bild nach außen, das schwierig zu vermitteln ist. Und unsere Fraktion hatte verschiedene personelle Veränderungen an der Spitze, sodass wir innerhalb von 2,5 Jahren 4 Vorsitzende hatten. Also es sind so einige Eckpunkte, die Schleswig-Holstein ein wenig speziell machen. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Da müssen wir auf jeden Fall in der Performance besser werden. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, auf die Kommunalwahlen 2013. Ich glaube, der Wahlkampf, den wir gemacht haben, auch mit der ganzen Unterstützung, war, Testlauf wäre vielleicht ein bisschen zu spaßig gesagt, aber es war, glaube ich, etwas, woraus wir Erfahrungen ziehen können und woraus wir jetzt auch noch Verbesserungen für unseren Kommunalwahlkampf ziehen können. Denn es ist wichtig, dass wir weiterhin in der Fläche vertreten sind, so wie das in Schleswig-Holstein auch der Fall ist. Ein spezieller Dank, das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, geht an Gregor Gysi, der wirklich ein hohes Pensum mit ganz vielen Veranstaltungen auch in Schleswig-Holstein geleistet hat, zusätzlich zu allen anderen, die uns wirklich großartig unterstützt haben. Ja, wir schauen nach vorne, wir versuchen den Kopf oben zu halten und sehen zu, dass wir es in Schleswig-Holstein demnächst besser machen. Und ich bin optimistisch, dass das kein Zeichen für die Zukunft der Linken ist. Wir haben es an den Beispielen gehört, FDP und Grüne haben es vorgemacht, wir wollen es ihnen nicht nachmachen. Ja, Antje Jansen, Spitzenkandidatin aus Schleswig-Holstein und auch Fraktionsvorsitzende, eine der letzten Fraktionsvorsitzenden der Linken im Landtag. Als Resümee kann ich mich nur anschließen, meine Landesvorsitzende. Uns ist im Landtag letztendlich auch die Arbeit, die wir gemacht haben, wir haben also bis zu 500 Anträge dargestellt, waren sehr fleißig, muss ich auch so sagen. Uns ist das aber nicht gelungen, unsere Inhalte nach unseren Wähler und Wählerinnen zu vermitteln. Das ist eine schwierige Situation gewesen. Also ich glaube, wir haben
der SPD, die ja bei uns auch in der Opposition jetzt die letzten 2,5 Jahre gewesen ist, und zwar sehr linke, die SPD wird ja immer in der Opposition sehr link, hat ja dann wieder die soziale Gerechtigkeit an sich gerissen. Also haben wir nicht klar machen können, dass wir eigentlich diejenigen sind, die sozialen Fragen und die sozialen Themen wie Armut, beitragsfreie Kita-Jahre, Niedriglohnsektor abschaffen. Schleswig-Holstein gehört ja zu den hat ja die rote Laterne in diesem Bereich. Die Bildungsfrage, eine sehr wesentliche Frage in Schleswig-Holstein, weil CDU und FDP da wirklich miserable Politik in den letzten 3 Jahren gemacht hat. Wir wollen eine Schule für alle. Wir sind sicherlich diejenigen, die also das sagen, bis zur 10. Klasse müssen alle Kinder zusammen lernen. Also auch Schleswig-Holstein hat die niedrigsten Bildungsausgaben von 5.400 Euro, hat da auch die rote Laterne in dem Bereich Bildung im Gegensatz zu anderen Ländern, die also eine wesentlich höhere Ausgaben haben für Bildung. Das konnten wir unseren Wähler und Wählerinnen auch nicht vermitteln, und wir konnten uns letztendlich auch, haben uns nicht von der SPD so absetzen können, dass wir sagen können, die Linke wird das für die nächsten Jahre noch gebraucht, um in den Landtag einzuziehen. Das sind unsere Fehler, denke ich mal, die wir auch gemacht haben. Und eigentlich sind wir ja auch diejenigen gewesen, die eigentlich diese Neuwahl möglich gemacht haben. Also wir, die Linke hat damals nach 2009 mit Grüne und SSW auch zusammen, aber die Normenkontrollklage beim Landesverfassungsgericht gestellt. Wir haben gewonnen und wir hätten das gerne gehabt, dass schon wesentlich eher gewählt werden könnte. Vielleicht wäre es dann für uns wesentlich besser gewesen. Na gut, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt wieder aus dem Landtag raus müssen. Aber ich denke mir, wir werden jetzt in 5 Jahren uns so weit aufstellen, dass wir in 5 Jahren wieder in den Landtag einziehen. Ja, Knut Koschewski, Landesvorsitzender der Linken in Thüringen. So vielfältig wie Politik im Allgemeinen ist, so ist sie auch im Konkreten und so ist sie auch im Wahlverhalten von gestern. Ich gehe davon aus, dass wir als Thüringerinnen und Thüringer unser bisher größtes Erfolgserlebnis in den vergangenen 20 Jahren erlebt haben. Es ist uns gelungen, mit den 7 Kandidatinnen und Kandidaten oder mit den 7 Wahlen am gestrigen Tage ein wirklich einmaliges Ergebnis zu erzielen. Erstmals konnten in Thüringen Landrätinnen, muss ich ja dazu sagen, gewonnen werden und eine Oberbürgermeisterin, was mir uns in 20 Jahren noch nicht gelungen ist. Wir werden zukünftig natürlich daran gemessen werden, welche politischen Dinge damit verbunden sind, mit dieser Wahl der Landräte und Landrätinnen. Wir haben sehr, sehr gute Kandidatinnen gehabt, die Verbundenheit mit Politik darstellen, in der Verbindung Kandidatin und Politik. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, um zukünftig auch Wahlen gewinnen zu können. Man muss deutlich sagen, in Thüringen hat die CDU gestern ihre größte Schlappe auch seit 20 Jahren erlebt. Nicht nur mit der Wahl von unseren Kandidatinnen und Kandidaten der Linken, sondern auch mit der Wahl von Kandidaten der SPD. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf verweisen, dass es erstmalig in Thüringen eine gemeinsame Vereinbarung der Landesvorstände von SPD und Linken gegeben hat, eine schriftliche Vereinbarung, die an inhaltlichen Schwerpunkten festgemacht ist, zur gegenseitigen Unterstützung zu den Stichwahlen. Bei der natürlich Option, dass die Gebietsverbände selbstständig auch Entscheidungen dazu treffen können. Ich glaube, das Signal, dass andere Mehrheiten in Thüringen notwendig sind, ist von den Wählerinnen und Wählern verstanden worden. Der Filz der CDU ist abgewählt worden, und ich hoffe, dass die Möglichkeit besteht, dass das Signal aus Thüringen, dass eine andere Politik möglich ist und dass linke Politik tatsächlich etwas für die Menschen bewirkt, auch noch einen Schub in NRW bewirkt. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dass das Ergebnis von Thüringen am gestrigen Tage auch Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Partei in der Bundesrepublik hat. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen Kommunalwahlen sind, glaube ich, dass wir eine linke Partei in der Bundesrepublik sehr dringend brauchen, und zwar eine starke Partei in östlichen und westlichen Landesverbänden. Darauf möchte ich noch mal ganz besonders auch hinweisen. In diesem Sinne eine letzte Bemerkung. Die Bundespartei hat natürlich auch die Thüringer Wahlen mit ihren Möglichkeiten unterstützt, und auch dafür bin ich sehr dankbar.